Raptase fragt, darf ich deine erste Frage sein? Hedge fragt Julian, natürlich darfst du das. Und somit willkommen zu meinem ersten Q&A. Nina Kirst fragt, Hashtag fragt Julian, wie viele Gegenstände hast du aus dem Chaos Store Shop und wie bist du darauf gekommen, YouTube zu machen? Bitte liked alle, damit das sehen. Das hat sogar 105 Likes. Also YouTube, ich bin eigentlich mehr oder weniger, früher habe ich Forza Horizon oder so ein Rennspiel, so ein Autorennspiel, habe ich hochgeladen immer. Und irgendwann habe ich halt vorgefragt, ob ich irgendwie vielleicht mitmachen will, vielleicht zum Beispiel in Minecraft Wolf. Und ja, danach habe ich einfach mal auch Video gemacht und anscheinend mögt ihr, was ich mache. Und dann habe ich einfach immer weitergemacht. Und ja, jetzt bin ich am jetzigen Stand. Silverstar fragt, Hashtag fragt Julian, was ist das Gruseligste, was dir jemals passiert ist? Und sogar mit so einem Geist-Emote. Das Gruseligste war eigentlich, glaube ich, sogar voriges Jahr zu Halloween. Da war so eine Art Rast, nicht wirklich Rast, sondern so, wo so alte Teile und so rumgelegen sind. Und irgendwie Öl und alles mögliche. Und dort war auch irgendwie so ein Zaun herum, so mit Halszaun und so. So richtig creepy, wie man sagt halt. So richtig gruselig. Und es war auch zu Halloween, es war auch dunkel. Wir sind irgendwie mit Taschenlampen und so rumgegangen. Und ja, und nachher haben wir irgendwie ein Brett oder so, irgendein Brett ist durch Wind oder so, weil es war halt nicht das beste Wetter, weil es war auch schon Herbst. Und irgendein Brett ist mit dem Wind irgendwie runtergefallen irgendwo und dann haben wir so Angst gekriegt, dass wir weggelaufen. Wenn wir schon bei gruselig sind, ich mache zu Halloween, mehr oder weniger die Halloween-Woche von Mary Halloween, ist glaube ich am Donnerstag oder Mittwoch. Auf jeden Fall von Montag bis Sonntag in der Halloween-Woche mache ich nur Halloween, also nur solche Grusel-Horrorspiele, also unbedingt freut euch auf Halloween und schaut unbedingt die Videos zu Halloween. Minecraft und Roblox-Fan fragt, Hashtag fragt Julian, hast du ein Haustier und wie viele Geschwister hast du? Ja, ich habe ein Haustier, ich habe zwei Hasen, einer heißt natürlich, einer heißt Hoppel und eine andere heißt Susi, also die andere heißt Susi. Ich kann euch jetzt hier irgendwie hier so ein Bild einblenden. Nämlich habe ich einen Instagram-Account, @jonasa30_official. Könnt ihr mir auch folgen, genau hier wieder eingeblendet, genau hier, so. Unbedingt folgen, weil ich poste immerhin wieder Videos, immerhin Fotos alle paar Tage und ja, das heißt unbedingt ein Follow da. Wie gesagt, jonasa30_official und ja. Und ich hab genau zwei Geschwister, also Flo und Fabi. Der hat auch einen YouTube-Kanal, stella_sternfakt. Hashtag fragt Julian, wird es eine zweite Staffel von Franzl geben? Und zweitens, gibt es einen bald neue Projekte mit Flo? Also im ersten Teil, wird es eine zweite Staffel Franzl geben? Ich sag mal nichts, aber es ist... Bisher hat Franzl nicht wirklich eine Story gehabt, aber die Story kommt erst. Also schaut unbedingt jedes Mal die Franzl-Folgen, also es wird richtig noch cool. Die coolsten Folgen kommen erst, also unbedingt dranbleiben bei Franzl. Zweitens, gibt es bald neue Projekte wieder mit Flo? Ja, ein riesengroßes Projekt ist hier auch geplant. Mit Flo, mit Tobs und mit einer weiteren Person. Auf jeden Fall, es startet so, ich weiß jetzt nicht genau, also so Ende Oktober oder Anfang November so circa. Also seid unbedingt auch gespannt. 107 Hundebande fragt. Hashtag fragt Julian, wann hast du Tobs kennengelernt? Das ist eigentlich mehr oder weniger eine lange Geschichte. Ich glaube, das war vor 4, 5 Jahren oder so. Ich habe irgendwie mal Rocket League gekauft. Keine Ahnung, das war noch ganz, ganz früher. Da hatte ich auch noch einen alten PC. Und ich habe mal Rocket League gekauft, habe halt Rocket League, keine Ahnung, weil es auch mit Autos war und ich mag halt Autos und ja, keine Ahnung. Und ja, dann habe ich Tobs irgendwie mal bei Steam, weil Steam ist halt so eine Plattform, wer es nicht kennt, ist so eine Plattform, da gibt's, ist eine, also da kann man Spiele kaufen, so Rocket League und alles mögliche. Auf jeden Fall habe ich praktisch Rocket League, es war so ein richtig cooles Spiel. Und irgendwann habe ich halt Tobs angeschrieben und hat mich halt gefragt, ob ich mal irgendwie mit ihm spielen will. Und ja, dann haben wir irgendwie gespielt, und irgendwie nach einem Jahr oder so, weil Flo war halt da auch schon ein YouTuber, und hat irgendwie... Tobs mal irgendwie mit Flo reden. Und dann habe ich irgendwie ihn, keine Ahnung, glaube ich, Flo mal gefragt, ob er mit Tobs reden will und so. Dann haben sich Flo und Tobs irgendwie auch praktisch befreundet. Und ja, und nachher hat er irgendwie noch YouTube angefangen und ja, jetzt ist er, jetzt wo ist. Phoebe_Shell fragt, Hashtag fragt Julian, wie kam der eigentlich auf Yomai? Yomai ist praktisch in Österreich so ein Wort wie, keine Ahnung, LOL oder wie man es sagen kann, weil jeder sagt heutzutage irgendwie zu LOL oder sowas. Aber Yomai ist so wie einfach Yomai ist. Man fragt das praktisch einfach so wie, ja, wie LOL. Leia05 fragt, wie geht es dir eigentlich nach der Operation? Und mach weiter so coole Videos, kommt demnächst wieder ein Projekt mit Flo. Würde es echt mega feiern. Hashtag Kack zusammen, Hashtag Team Melone. Also mir geht's gut jetzt hier von der Operation her. Also ist alles gut verlaufen, aber ich bin halt irgendwie, glaube ich, 2 Wochen oder so im Krankenhaus gelegen. Es war nicht schön, würde ich sagen, aber wirklich, ich würde lieber in die Schule gehen, als sie irgendwie im Krankenhaus zu legen oder so. Und ich hatte irgendwie so eine Art
Darmdurchbruch oder irgendwas heißt das. Ne, nicht Darmdurchbruch, ich glaube Darmverschluss oder irgendwie sowas heißt das. Ich bin nicht genau, warte, hier die Wikipedia-Eintrag an. Könnt ihr unbedingt auch nachlesen, was das ist. Flo fragt, wie Mai ist Your Mai? Also ich würde sagen, Mai ist eigentlich wirklich Your Mai. Und Flo hat es ja auch auf Instagram beantwortet. Also wie gesagt, genau hier, Jonas30-Official unbedingt folgen. Kaboom07 fragt, Hashtag fragt Julian, wie groß bist du? Ich bin 1,75, irgend sowas, 1,75, 1,76, irgend sowas, 1,76 Meter. Ja, ich bin eigentlich relativ groß für mein Alter, also, die in meiner Klasse sind auch ein bisschen kleiner als ich, das ist auch immer witzig und so. Ja, ihr könnt mal einen Kommentar schreiben, wie groß ihr seid, das würde mich echt interessieren. Und, ja. ProRider368 fragt, willst du mal ein Community-Projekt machen oder ein Battle-Projekt? Ich will unbedingt mal ein Community-Projekt machen. Ja, jetzt, ich habe jetzt auch einen Minecraft-Server, also einen Minecraft-Server generell, für private Dinge, also für Franzl zum Beispiel oder halt. Und, ja, ein Community-Projekt wollte ich unbedingt machen. Und ich habe halt fürs Community-Projekt mehr oder weniger geplant, dass ich irgendwie so einen Server mache, ich mit mehr oder weniger 20 bis 50 Spieler oder so. Wie gesagt, wer es nicht weiß, man kann hier jetzt Mitglied werden. Genau hier ist es jetzt angezeigt. Man kann Mitglied werden auf meinem Kanal für nur 1 Euro. Und dann habt ihr schon die Chance, hier bei so einem Battle-Projekt mitzumachen. Wenn ich irgendwie so ein Battle-Projekt mache, ich mache es praktisch Vanilla. Das heißt praktisch einfach ohne Mods, ohne gar nichts. Einfach nur auf dem Server. Und ja, für alle die Fragen, Minecraft, also wirklich das Minecraft, was ich spiele, kann man nicht mit Pocket Edition praktisch vergleichen. Man kann praktisch leider nicht mit Pocket Edition zusammenspielen, also weil ein paar geschrieben haben. Und ja, also ein Community-Projekt wäre wirklich cool mit so 50 Spielen oder so. Also wie gesagt, werdet Mitglied und dann habt ihr auch mehrere Chancen. Fresh.timo fragt, ist es schwer mit YouTube mit den Videos? Also mit YouTube ist eigentlich, also schwer nicht wirklich, also das Cutten, ich kann das halt mittlerweile. Und ja, das Cutten ist eigentlich leicht, also das Schneiden und das Uploaden praktisch, das Schneiden, also man muss zuerst das Video schneiden, also erstmal aufnehmen, nachher muss es schneiden, nachher muss man es rendern, das dauert so circa, keine Ahnung, 30 Minuten, kommt darauf an auf die Videolänge. Nachher muss man praktisch uploaden, also auf YouTube uploaden, dass das Video auf YouTube überhaupt zu sehen ist. Und das Uploaden dauert so circa 30 bis 40 Minuten und das pro Video und pro Tag, also es ist schon mehr oder weniger... nicht leicht, aber auch nicht so schwer. Und ja, weil Leute meiner Klasse fragen mich auch immer hin und wieder. Es ist ja eigentlich urleicht mit YouTube und so. Und ja, also es ist eigentlich, man braucht schon ein bisschen Verständnis hier, dass man YouTube machen kann. Und es ist praktisch nicht das Leichteste. Es ist halt zeitaufwendig, wenn man es so sagen kann. Aber mir macht es halt Spaß, halt YouTube-Videos zu machen. Und wenn es dir Spaß macht, dann macht es euch hoffentlich auch Spaß. Daki HD fragt, Hashtag fragt Julian, was hältst du von Hytale, dem Spiel? Und kannst du vielleicht mal anzocken, wenn es raus ist? Hytale ist ein richtig cooles Spiel. Für Leute, die Hytale nicht kennen, ich blende jetzt hier so einen kleinen Trailer an von Hytale. Hytale ist ein richtig cooles Spiel. Das ist praktisch Minecraft auf Next Level. Und das ist praktisch Minecraft, nur die Minen gehen 10-mal tiefer runter. Also es ist praktisch, es gibt keinen Grundstein mehr oder weniger. Und alles ist praktisch 3D. Du bewegst dich praktisch 3D. Also das heißt, ist richtig animiert alles. Und es gibt neue Texturen, die Welt soll riesig sein. Und wer Hytale halt nicht kennt, ich weiß nicht, den Hypixel-Server, wo ich mir immer Masterbuilder spiele, die Macher von den Hypixel-Server, ist auch einer der größten Server von Minecraft. Und die Macher von den Hypixel-Server machen praktisch Hytale gerade. Er ist noch nicht draußen, aber ich werde es unbedingt mal anzocken, wenn es draußen ist. PBJ fragt, Hashtag fragt Julian, wann kommt der Franzl-Merch raus? Also ich will jetzt nicht wirklich irgendwas ansagen oder so. Nicht irgendwie einen Tipp geben, aber es kommt noch vor Halloween. Und Halloween ist bald, also seid unbedingt gespannt. Welches Auto ist dein Lieblingsauto? Mein Lieblingsauto ist ein Porsche GT3 RS. Manche wissen das im Livestream vielleicht schon. Ich blende genau hier jetzt ein Bild ein. Wer nicht kennt, Porsche ist eine Marke, eine deutsche Marke. Eigentlich sollte es jeder kennen und ja, das ist mein Lieblingsauto. KennyLife111 fragt, warum hast du einen Kaktus-Skin für Minecraft genommen? Also das ist eine lange Story eigentlich. Also ich habe zwei Brüder, also Flo und Fabi. Fabi hat sich, Flo hat irgendwie, glaube ich, 4 Skins gehabt. Einen Kübel-Skin, einen Melonen-Skin, einen Kaktus-Skin und einen Roboter-Skin. Einen Roboter-Skin hat sich Fabi genommen, also er hat irgendwie auch Nanobot immer geheißen in Minecraft. Und ich habe den Kaktus genommen, weil Kürbis, keine Ahnung, grün ist halt meine Lieblingsfarbe, weil Flo hatte ja schon die Melone. Und ich habe halt einen Kaktus genommen, weil grün ist halt meine Lieblingsfarbe und... Keine Ahnung, der Kaktus-Skin hat cool ausgesehen. Also es war noch ein anderer Kaktus-Skin. Also, der hatte noch nicht so ein Adventure-Dings und sowas. Er hatte noch eher so einfach nur ein grünes T-Shirt und eine hellgrüne Hose.
Es ist so wie Flo sein Skin praktisch. Aber, und da habe ich irgendwann, glaube ich, an den Flo so ein Adventure Skin gemacht. Also den Skin, den ich jetzt habe. Und, ja, ich finde den Skin halt richtig cool, weil Adventure Maps oder so habe ich früher auch immer gespielt, Minecraft. Und ja, ich habe es halt immer richtig cool gefunden. Dario.vg schreibt, was hast du für einen PC? Mein PC besteht praktisch aus einem Mainboard, aus irgendeinem Gigabyte Mainboard. Wie gesagt, alles, was in meinem PC ist, unten hier unten in der Beschreibung nachsehen. Einfach auf mehr Anzeigen drücken, klicken und nachher unten, da wo mein Twitter, mein Instagram steht, steht mein selbst zusammengebauter PC. Also ich habe, glaube ich, eine Grafikkarte, eine GTX 1080 Ti. Ja, unbedingt in der Beschreibung nachsehen. Da ist alles wirklich, was ich habe hier im Setup. Verlinkt und könnt ihr auch selber kaufen und ja. Insta-Melone04 fragt, wie lange spielst du schon Minecraft? Ich spiele Minecraft, glaube ich, seit, ich glaube, 2012 oder so. Ich glaube, 2012, da war ich so circa, keine Ahnung, 8, 7 Jahre alt. Also richtig cool damals. Damals hast du auch irgendwie so eine Map gegeben. Wenn ich es finde, blende ich jetzt hier so ein Bild ein. Das war praktisch so eine Map, da waren so Glaskugeln und solche Brücken waren, also waren praktisch solche. Also, es hat keinen Boden gegeben, es hat gar nichts gegeben. Also wie Skyblock, nur es hat dann solche Glaskugeln mit so verschiedenen Biomen gegeben. Zum Beispiel eine Glaskugel hat irgendwie so eine Wüste gehabt. Die andere Glaskugel hatte so ein Baumbiom, also so ist, wie wisst ihr, so ein Sprucewood-Biom. Oder ein Oakwood, halt so ein normales Holzbiom. Oder einmal war ein Sumpf auch in den Glasdings. So eine Glaskugel und Brücken waren halt zwischen die Kugeln. Also richtig cool, damals hatte ich noch mal ganz, ganz, ganz alt. Ich glaube, das war mein allererster PC oder so. Und ja, damals war das auch noch richtig cool, weil da hat auch viele Easter Eggs gesehen. Ich habe auch mit Flo hin und wieder gespielt, aber damals hatte ich wirklich noch 20 FPS in Minecraft und das ist echt nichts gegen heute. Das war's im Video, wie gesagt, lasst ein Like und ein Abo da und freut euch auf die Halloween-Woche. Die ist nämlich, glaube ich, am Donnerstag und die komplette Woche, wo Halloween ist, von Montag bis Sonntag, kommt nur Horror. Also bereitet euch unbedingt vor, kauft euch mal Popcorn hier, dass ihr nachher aufwärmen könnt, ich glaube am 30. oder 31. Und ja, wie gesagt, lasst ein Like, ein Abo da und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich ein Video hochlade oder in Community-Tab irgendwas schreibe. Und ja, ihr könnt auch Mitglied werden, neben dem Abonnier-Button auch Mitglied werden drücken. Nur für 1 Euro, das ist echt nichts. Das könnt ihr vielleicht 1 Euro eures Taschengeld irgendwie pro Monat ausgeben, dann supportet ihr mich und seid bei dem nächsten Community-Projekt dabei. Und wie gesagt, Abo und Like da lassen, abonniert mich für mehr Q&As und ciao!